Die türkisen Angriffe auf die Justiz dürften nun ein Volksbegehren provoziert haben. Dieses Volksbegehren wurde am Dienstag in Wien vorgestellt. Die Initiatoren, unter anderem der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, aber auch die Korruptionsstaatsanwältin Christina Jillek. Im Wesentlichen ist es in 5 Themenbereiche untergliedert. Es geht um die Stärkung einer unabhängigen Justiz, es geht um die Transparenz, es geht aber auch um die Medienförderung. Auch diese soll diskutiert und vor allem verbessert werden. Nun hat dieses Volksbegehren eine sehr prominente Unterstützung erhalten, nämlich dem Bundeskanzler selbst. Viel Verwunderung von den Oppositionsparteien, aber wie gesagt, der Bundeskanzler hat sich dazu bekannt und sieht eben auch diverse Anliegen für wichtig an und denkt auch, dass die ÖVP eben hier mitgehen kann. Ebenso der Koalitionspartner die Grünen und auch die Neos begrüßen dieses Volksbegehren.